So, Gebrauchtwagenkauf in Thailand. Heute zeige ich euch mal, worauf man achten muss, wenn man in Thailand einen Gebrauchtwagen kauft. Hier in Thailand ist es leider so, dass einem eben nicht gesagt wird, ob das Auto vielleicht schon mal einen Unfall gehabt hat oder sonstige technische Probleme. Und um das auszuschließen, gebe ich euch heute mal ein paar praktische Tipps, worauf man achten muss, damit man eben auf der sicheren Seite ist und nicht irgendwo dabei reinfällt. Wenn ihr ein Auto kauft, hier ein gebrauchtes Auto kauft in Thailand, dann nehmt euch auf jeden Fall so eine Taschenlampe mit, damit man auch verschiedene Sachen vielleicht sehen kann, die man mit bloßem Auge oder wenn es vielleicht ein bisschen dunkler ist, eben nicht sieht. Oh, wenn man ein Auto gefunden hat, was in Frage kommt, dann geht man einmal rum und guckt mal nach, ob das Auto im Allgemeinzustand schon mal sehr gut ist oder ob einem da schon irgendetwas auffällt. So, als nächstes gucken wir uns dann die Spaltmaße an. Spaltmaße ist dieses hier, wo eben die Karosserieteile zusammengefügt sind. So wie hier zum Beispiel sind die alle gleichmäßig, wie man sehen kann. Auch hier an der Tür die Spaltmaße alle gleichmäßig sind, dann macht das schon mal einen guten Eindruck. Und so gucken wir uns natürlich alles an dem Auto, sämtliche Spaltmaße. Ja, also von allen Türen, vorne, hinten, hier zum Beispiel und natürlich auch die vom Kofferraum, ob die Spaltmaße alle wirklich passen. Also sollte der mal vielleicht einen groben Unfall gehabt haben oder es wurde mal was gerichtet, dann sind diese Spaltmaße entweder hier viel näher zusammen oder viel weiter auseinander als eben auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn die alle gleichmäßig sind, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wo man dann genau hingucken muss, ist dann sowas wie das hier. Wenn jetzt hier die Stoßstange, ich hoffe man kann es sehen, ja, wenn die Stoßstange halt ein bisschen rausguckt von dem Kotflügel oder auch hier an der hinteren Stoßstange, da sieht man auch, dass das nicht wirklich hier eine Linie gibt, sondern dass die Stoßstange hier ein bisschen rausguckt. Hier ist nämlich eine Kante. Das muss jetzt noch nicht unbedingt was Schlechtes heißen. Das kann natürlich auch mal so ein kleiner Parkrempler gewesen sein oder sonst irgendwas. So eine Stoßstange ist in der Regel aus Plastik, sodass die sich natürlich auch sofort, sag ich mal, ein bisschen verzieht, wenn man auch nur mal irgendwo ein kleines bisschen gegenkommt. Aber das ist zum Beispiel schon mal ein Zeichen, wo man genauer hingucken muss. Ja, mit genauer hingucken meine ich dann eben alle anderen Spaltmaße, hier zum Beispiel auch an der Lampe. Ist das alles einigermaßen gerade? Sind hier irgendwelche groben Lackbeschädigungen vielleicht dran? Oder sonst noch irgendetwas gebrochen? Hier unten zum Beispiel an der Spoilerlippe, ob da Beschädigungen sind, die reißen ganz gerne mal. So, wenn das nicht der Fall sein sollte, okay, dann kann man da vielleicht nochmal drüber weggucken, dann war es eben ein kleiner Parkrempler oder sowas, ne? So, des Weiteren gucken wir hier mal am Lack lang, entlang des Autos. Wenn das alles gleichmäßig ist und keine Schatten oder sonst irgendwas ist, dann ist das auch schon mal ein ganz gutes Zeichen. Sollte er mal nachlackiert sein, dann kann man das hier gerade in der Sonne, im Sonnenlicht kann man das dann sehr gut sehen, weil der Lack dann sich unterscheidet, vielleicht von der Tür zum Kotflügel oder vom Kotflügel zur Tür. Also so feine Sachen gegen die Sonne würde man dann sehen. Als nächstes gucken wir uns die Reifen an. Erstens mal A, wie tief ist das Profil? Das kann man hier sehen, ne? Da kann man hier reinfassen. Wenn das schon mal einigermaßen okay ist, dann scheinen die Reifen in Ordnung zu sein. Und als zweites gibt es hier auch so Markierungen in den Reifen. Kann man hier sehen, hier sind so kleine Stege drin. Sollte dieser Steg plan sein mit dem restlichen Profil vom Reifen, dann sind die Reifen runtergefahren und müssen getauscht werden. Das hier ist der Indikator dafür, ob der Reifen noch in Ordnung ist oder nicht. Weiterhin generell die gesamte Lauffläche anschauen, ist er gleichmäßig abgefahren. Wenn er hier zum Beispiel hier abgefahrener ist als hier, dann deutet das darauf hin, dass die Spur nicht stimmt, dass das Auto nicht hundertprozentig geradeaus fährt. Dann wäre das Profil hier also ganz weit runtergefahren, im Prinzip schon fast blank, so wie hier. Und hier wäre es eben noch in Ordnung. Ja, wenn man sowas hat, hier sehr weit abgefahren oder hier sehr weit abgefahren, dann ist das ein Zeichen, dass das Auto nicht mehr geradeaus fährt
Und dann muss man auch schon mal genau hingucken oder vorsichtig sein auf jeden Fall. So, wenn wir hier unten schon mal sind, dann nehmen wir unsere Taschenlampe und leuchten mal hier hinein. Und hier kann man hier die Achsmanschetten sehen, die Antriebsmanschetten. Sollten die gerissen sein in der Mitte, also hier in dem Falten Balk Löcher haben, die sind nämlich aus Gummi, dann ist das schon mal ein Zeichen, was eben nicht so gut ist, weil dann kommt beim Fahren Dreck rein und das beschädigt das Lager, was da drin ist. Und die müssen dann auf jeden Fall getauscht werden. Und das kostet unter Umständen wirklich einen Haufen Geld, weil das ganze Gelenk dazu hier ausgebaut werden muss. Ne? Also das Rad muss runter, die Bremsscheiben müssen runter, das Radlager muss raus, um diese Manschetten eben tauschen zu können. Also wenn die gerissen sind, dann entweder mit dem Verkäufer verhandeln, dass er das macht, oder überlegen, ob sich dann der Kauf schon lohnt. Oder ob man bereit ist, da wirklich nochmal richtig Geld zu investieren, wenn man das Auto kauft. Kommen wir als nächstes zur Bremse, wenn wir hier schon am Rad sind. Wenn man hier durchleuchtet durch die Felge, dann kann man hier die Bremsscheibe sehen. Hier auch mal anfassen, so mit dem Finger rübergehen. Sind da Riefen drin, sind da starke Unebenheiten drin und auch hier am Rand. Wenn die Bremsscheibe ziemlich runtergebremst ist, und hier ein Rand ist oder hier Riefen drin sind, dann ist die Bremsscheibe defekt und muss getauscht werden. So, das gleiche gilt für die Bremsbeläge. Die kann man hier sehen. Das ist der Bremssattel hier. Das Teil hier ist der Bremssattel. Da sitzen die Bremsbeläge drin. Das kann man hier an der Seite sehen. Sollte dieser Bremssattel relativ nah an der Scheibe sein und man kann die Bremsklötze dann eben nicht mehr sehen, wie dick die sind, dann ist das auch ein Zeichen, so wie hier, dann müssen diese bald getauscht werden. Dann sind die nämlich runtergefahren. So, wenn wir schon mal hier vorne oder halb unter dem Auto sind, dann machen wir hier auch gleich weiter. Und zwar legen wir uns dann mal auf den Boden. Dazu nehmt ihr euch zu der Taschenlampe auch vielleicht noch mal eine kleine Decke mit. Dann eben unters Auto schauen und gucken, ob da irgendwelche Beschädigungen sind. So, also unten drunter und mal schauen, ob da irgendetwas zu sehen ist, was kaputt ist oder beschädigt ist. Das kann man eigentlich so auf den ersten Blick auch schon sehen. Ne? Also hängt irgendwas runter oder so dergleichen. Ja, wenn wir uns das Auto natürlich von unten schon mal angucken, optimal dabei wäre natürlich eine Hebebühne oder so eine Grube, wo man reingehen kann, um das mal alles zu sehen. Hat man das nicht, wie gesagt, am besten mit einer Decke drunter legen, gucken und auch rechts, links, vorne und hinten. Gerade von hinten kann man natürlich auch den Auspuff von unten sehen. Wie schaut der aus? Sind da Löcher drin? Ist er extrem verrostet? Das sind so Sachen, das kann man sehen, wenn man sich wirklich die Mühe macht und sich mal drunter legt. So, des Weiteren testen wir mal die Stoßdämpfer. Dazu drücken wir hier auf das Auto drauf und schauen, ob der, wenn man drunter drückt, ob der dann und loslässt nachfedert oder ob es dann stehen bleibt. Also er darf nicht zwei, dreimal rauf und runter wippen. Dann bedeutet das, dass der Stoßdämpfer hier eben kaputt ist. Ne? Der Stoßdämpfer ist im Prinzip dieses Teil hier mit diesen, ja, mit dieser Feder hier drin. Das macht man natürlich auf allen vier Seiten. Ne? Rechts, links, vorne, hinten. Ja, wie ich eingangs schon gesagt habe von dem Video, es wird an dem Thailand hier eben nicht gesagt, ob der schon mal einen Unfall hatte oder nicht. Es gibt hier auch keine Strafen dafür, wenn man es eben nicht sagt, gekauft ist gekauft und wenn du einen Unfallwagen kaufst, hast du eben Pech gehabt. Ne? Das gleiche gilt auch für die Kilometerzahl. Da ist die Frage immer, ist das Originalkilometer oder ist es nicht die Originalkilometerzahl, die da drauf auf dem Tacho steht. Also zum Beispiel, ihr habt einen Gebrauchtwagen gefunden. Und der Verkäufer sagt euch, oder es inseriert im Internet vielleicht sogar mit 30.000 Kilometer. So, die stehen auch auf dem Tacho drauf. Wo ihr jetzt natürlich spontan eben nicht wisst, ist der Kilometerstand runtergedreht oder nicht. Das hat dann wieder mit den Reifen zu tun. Also wenn ein Auto mit 30.000, 40.000 Kilometer als Beispiel inseriert ist und die Reifen vorne abgefahren sind, also dass die erneuert werden müssen, dass die wirklich das Profil völlig runtergefahren ist, dann ist das schon mal ein Zeichen dafür, dass er keine 30.000 Kilometer runter haben kann, weil nach 30.000 Kilometer sind die Reifen nicht abgefahren.
Es sei denn, der Verkäufer ist damit irgendein Rennen gefahren oder sonst irgendwas. Aber dann würde ich sagen, kommt das Auto wahrscheinlich sowieso nicht in Frage, weil jeder möchte ja ein gebrauchtes, gepflegtes Auto bekommen. Ein zweites Indiz dafür, ob der Originalkilometer runter hat, kann man hier an den Pedalen zum Beispiel sehen. Also, sind die Gummis alle in Ordnung? Sind die vielleicht auch rechts, links, in der Mitte abgenutzt, dass das Gummi verschlissen ist? Dann wurde natürlich sehr viel die Bremse oder auch das Gaspedal oder eben auch Kupplungspedal oft benutzt. Und das wäre auch ein Zeichen, dass ein Auto zum Beispiel keine 30.000 oder 40, 50.000 runter haben kann, sondern erheblich mehr, wenn die Gummis hier völlig verschlissen sind. Ne? Aber das kann man dann sehen. So würden Gummis aussehen, die in Ordnung sind. Ne? Also dieses Auto hier hat jetzt 50.000 Kilometer runter und ihr seht, Bremse, obwohl Stadtverkehr und so weiter, sind die absolut okay. In Verbindung mit den Pedalen kann man sich natürlich auch das Lenkrad anschauen. So, wenn das völlig abgegriffen ist, hier ist zum Beispiel schon das Leder runter oder hier sind so weiße Stellen, dass das kaputt ist am Lenkrad, dann weiß man auch, dass dieses Auto keine 20, 30 oder 50.000 Kilometer runter hat, sondern schon erheblich mehr. Wenn das Lenkrad absolut gut aussieht, auch hier, wie man hier sehen kann, ne, dann ist davon auszugehen, dass die Kilometer einigermaßen stimmen. Ob irgendwas noch weiterhin abgegriffen ist, kann man natürlich auch am Schalthebel sehen oder eben an dem Handbremsgriff. Ne, hier gilt das Gleiche. Ist das alles abgegriffen, abgenudelt, dann ist davon auszugehen, dass dieses Fahrzeug wesentlich mehr Kilometer runter hat. Ne? Was natürlich unerlässlich ist, ist natürlich eine Probefahrt. Also das muss man auf jeden Fall machen. Dabei kann man auch nochmal zum Beispiel die Stoßdämpfer hören, sollte irgendwas klappern. Oder die Achse unten, wenn da irgendwas locker oder ausgeschlagen ist, das kann man also beim Fahren hören. Dieses Klappergeräusch nimmt man also auch beim Fahren wahr. Ja, generell natürlich den kompletten Innenraum sich genau anschauen. Gibt es da noch irgendwelche anderen Beschädigungen oder Abnutzungen oder sonst irgendetwas? Ja, dann muss man natürlich auch für sich immer selber entscheiden, kann ich damit leben? Lasse ich den Kauf lieber, suche mir ein anderes Auto, wenn ich mir absolut nicht sicher bin. Aber auf jeden Fall überall gucken. Und die Augen haben, ob das Fahrzeug soweit okay ist oder meinen Ansprüchen entspricht, was ich mir so vorstelle. Ne? Hängt natürlich auch mit dem Preis zusammen. Ne? Wenn ich natürlich ein super altes Auto kaufe, ist klar, kann das nicht aussehen wie ein Neuwagen, das ist auch klar. Aber da muss man dann eben noch wirklich wesentlich genauer hinschauen. So, jetzt schauen wir uns den Motorraum an und da zeige ich euch jetzt nochmal, was man da alles beachten kann oder beachten sollte oder muss. Um da zu sehen, ob da vielleicht ein kleines Problem vorliegt oder eben nicht. Motorhaube auf und mal schauen, wie das ganze Ding überhaupt aussieht. Also mit Ding meine ich natürlich jetzt hier den Motor, ne, und die ganzen Anbauteile von dem Motor, das ist klar. So, fällt einem hier schon irgendwas auf? Hängen da irgendwelche Kabel rum? Oder ist irgendwas abgeschnitten? Oder es sieht nicht so aus, na, ich sag mal, ja, wie es vom Hersteller ist, kann man natürlich auch nicht wissen, aber ich sag mal so, sollte irgendwas grob sein, würde man das auf jeden Fall hier schon mal sehen, auf den ersten Blick. So, dann sehen wir uns den Ausgleichsbehälter an. Der Ausgleichsbehälter ist zuständig fürs Kühlwasser. Bei diesem Fahrzeug sitzt der hier vorne. Es gibt natürlich auch andere Typen, das ist immer unterschiedlich, ne? Dann sitzt er hier oder auf der anderen Seite dort drüben. Aber das kann man eigentlich schon sehen, welcher dafür zuständig ist. Hier ist der Ausgleichsbehälter und da ist immer eine Markierung dran. Hier ist die hier unten. Steht das Kühlwasser bei kaltem Zustand auf Min oder Max? Hier sind Markierungen drauf, Minimal, Maximum. Steht der Kühlwasserstand wirklich dazwischen? Ja, wichtig ist hier, das zu gucken, wenn der Motor kalt ist, nicht wenn er warm ist, weil sich das Kühlwasser dann eben ausdehnt. Wichtiger Hinweis von mir jetzt auf jeden Fall nochmal, wenn ihr den Ausgleichsbehälter vielleicht aufmacht, wo das Kühlwasser drin ist, dann grundsätzlich nur bei kaltem Motor, weil sollte der Motor warm sein oder heiß gefahren sein, dann steht das nämlich unter Druck und das ganze Wasser, sobald ihr das unvorsichtig öffnet, knallt raus und heißes Wasser ins Gesicht zu kriegen, ist glaube ich dann nicht mehr so witzig. Also bitte beachten, grundsätzlich nur bei kaltem Motor machen.
Sollte der Kühlwasserstand weit unter dem Minimum sein, stellt sich natürlich dann sofort die Frage, ja, wo ist denn das Kühlwasser hin? Weil das Kühlwasser ist ein geschlossener Kreislauf und es kann eigentlich nicht irgendwo weg. Also wenn er zu weit unten ist, dann ist da auch Vorsicht geboten. Ja, als nächstes schauen wir uns mal den Stutzen für das Öl an, also wo das Öl aufgefüllt wird. Ne, da ist immer so eine kleine Ölkanne drauf, die schraubt man auf, zieht sie hoch und dann schaut man sich den Deckel an. So, sollte hier in dem Deckel weiß sein, also sollte so weiße Ablagerungen sein, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass entweder A, das Auto nie wirklich viel gefahren wurde und sich da Wasser, Kondenswasser drin gebildet hat, oder wenn das Kühlwasser in den Motorölkreislauf reinläuft. Das heißt, dann ist der Motor defekt. Also wenn Kühlwasser fehlt und hier ist alles weiß drin, dann ist das ein Zeichen, dass Kühlwasser mit in das Öl reinläuft. Und dann hat der Motor also unter Umständen wirklich einen großen Schaden. Da würde ich dann jetzt sagen, sofort die Finger weg von diesem Fahrzeug. Auch hier mal reinleuchten. Mit der Taschenlampe dann natürlich wieder. Wie sieht es da drin aus? Das gleiche mit dem Ölmessstab. Den Ölmessstab rausziehen, der ist jetzt bei diesem Motor hier oben. Manchmal sitzt auch der Ölmessstab hier irgendwo an der Seite, vorne oder hinten am Motor. Es kommt immer auf den Hersteller drauf an. Aber auf jeden Fall Ölmessstab rausziehen. Lasst euch einen Lappen geben und schaut nach, wo der Ölstand ist. Auch hier ist eine Min- und Max-Markierung drauf. Kann man hier sehen. Und da ist die Frage, wo steht das Öl und wie sieht das Öl aus? Also ihr könnt hier schon sehen, dass das Öl nicht schwarz ist, sondern immer noch eine bräunliche Farbe hat. Ja, mit der Farbe kann man natürlich auch nicht verallgemeinern. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Diesel ist, dann ist nach kurzer Zeit das Öl wieder schwarz. Beim Benziner ist es eben nicht so stark, aber trotzdem muss man gucken, wie sieht der Ölmessstab aus. Oder sind da vielleicht weiße Verfärbung dran, oder also wenn das Wasser jetzt in das Öl gelaufen ist, da sind da auch so weiße Flocken dran, oder das Öl sieht komplett weißlich aus. Da ist das gleiche wie mit dem Deckel, da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig. Ja, dann mal im Allgemeinen auch wieder mit der Taschenlampe hier ringsrum um den Motor schauen, ist da irgendwas verölt oder extrem schmutzig oder vielleicht auch vom Kühlwasser. Das kann man dann hier bei auch sehen. Obwohl man hier sagen muss, dass alle Autos hier natürlich immer schön verkauft werden mit einer wunderbaren Motorwäsche, so dass der Motor meistens sowieso relativ sauber aussieht. Aber ein Blick darauf kann trotzdem nicht schaden. Ne? So, wenn wir hier schon mal unter der Motorhaube sind, dann gucken wir uns natürlich hier auch die Nähte an von der Karosserie. Ne? Also hier ist das Federbein eingehängt von unten her, von den Reifen. Dann gucken wir uns hier diese Nähte an. Sieht das komisch aus oder zusammengefrickelt oder nachgeschweißt? Und genauso hier natürlich auch. Ne? Hier sieht man die originalen Schweißpunkte vom Werk aus. Und da muss man eben gucken, ist das vielleicht mal mit einer Naht nachgeschweißt oder sonst irgendwas. Das wäre dann auch ein Zeichen von einem Unfallwagen. Ja, wenn ihr mit der Sichtprüfung hier vom Motor fertig seid, wie gesagt, alle Teile nur bei kaltem Motor und nicht bei laufendem Motor prüfen oder sich anschauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr damit fertig seid, dann ruhig mal den Motor starten und mal hier von hier aus hören, wie hört sich der Motor an. Ne? Läuft er einwandfrei, läuft er rund oder klappert vielleicht irgendwas oder hört sich irgendetwas komisch an? Das kann man hier bei geöffneter Motorhaube natürlich dann auch hören. So, den Kofferraum kontrollieren wir natürlich auch nochmal. Und zwar hier unter dieser Matte. So, dazu klappen wir das hier hoch. Und hier unter befindet sich entweder sowas hier wie hier, dass hier noch einige Sachen drin sind, wie das Bordwerkzeug oder eben manchmal auch ein Ersatzrad. Und hier gucken wir natürlich auch, kontrollieren hier, ob es vielleicht feucht ist, ob Wasser reingekommen ist oder ob hier irgendwelche Knicke oder Beschädigungen sind. Falls er mal hinten einen Auffahrunfall gehabt hat, dann würde das Blech hier gestaucht aussehen. Das ist hier aber nicht der Fall. Hier sieht das relativ gut aus. Ja, ansonsten
wer sich das überhaupt nicht zutraut, da selber nachzuschauen oder sich überhaupt nicht sicher ist, der kann natürlich auch mit Absprache von dem Verkäufer zu einem Autohaus fahren, von dem Hersteller, und kann da eben nachfragen, ist das Auto technisch in Ordnung, ist es nicht in Ordnung, hat der mal einen Unfall gehabt. Das kostet vielleicht ein paar Bart, aber bevor man da, sage ich mal, was Falsches kauft, ist das vielleicht schon eine gute Investition. Ganz optimal wäre es natürlich, wenn man sich die Fahrzeugpapiere anschaut. Da stehen nämlich, wenn er in der Werkstatt war, sollte das da immer eingetragen sein, und zwar in das Serviceheft, was eigentlich jedes Auto haben sollte. Da stehen dann die Kilometer drin, welches Datum, wann was gemacht wurde und genau auch, welche Arbeiten gemacht wurden. Wenn es schon ein sehr altes Auto ist, dann ist das natürlich da nicht immer unbedingt gegeben, weil dann werden irgendwelche, ja, so freien Werkstätten in Anführungsstrichen benutzt, die dann mal eben schnell was reparieren, und da wird natürlich in der Regel nichts eingetragen in das Serviceheft. Sollte es aber im Serviceheft eingetragen sein, das Auto ist vielleicht noch nicht so alt, dann steht da auch der Stempel drin, bei welchem Autohaus dieses Auto eben gewesen ist zur Wartung. Und mit Absprache von dem Verkäufer kann man natürlich auch in genau dieses Autohaus fahren, das Auto da nochmal genau unter die Lupe nehmen lassen und dort auch nachfragen, sind das die Originalkilometer, weil die haben dann meistens die Historie von dem Fahrzeug auch im Computer gespeichert und können eben sehen, ist es eben das richtige, die richtige Kilometerleistung. Wenn jetzt zum Beispiel in dem Serviceheft drinne steht, dass ein Ölwechsel bei 74.000 Kilometer gemacht wurde und der Tachostand von dem Auto natürlich nur 50.000 Kilometer ist, dann ist natürlich auch schon relativ klar, dass der Tachostand etwas manipuliert wurde. Was natürlich auch weiterhin nicht uninteressant ist, ist, wie viel Vorbesitzer dieses Fahrzeug gehabt hat. Dazu gibt es hier in Thailand das blaue Buch. Das hat hier jedes Fahrzeug, hat so ein blaues Buch. Da stehen alle technischen Daten von dem Auto drin und auch sämtliche Vorbesitzer. Und da kann man auch drin sehen, ob die Steuer von dem Fahrzeug bezahlt wurde, regelmäßig bezahlt wurde, wann sie bezahlt wurde und wann sie das letzte Mal bezahlt wurde. So sieht das blaue Buch aus, was für Fahrzeuge hier ausgestellt wird. Also zumindest für PKWs ist das blau. Und da drin stehen die Vorbesitzer und auch, wann die Kfz-Steuer hier bezahlt wurde. Also das kann man da drin nachlesen. So, das waren jetzt hier mal so ein paar Tipps zum Gebrauchtwagenkauf. Das könnt ihr natürlich auch nicht nur in Thailand anwenden, sondern auch weltweit. Diese Regeln sind eben weltweit günstig, weil ein Auto ist ein Auto. Und so könnt ihr schon mal eine grobe Vorabprüfung machen. Ist das Auto wirklich okay? Oder gibt es vielleicht doch so ein paar Sachen, wo ihr euch nicht sicher seid und vielleicht doch lieber die Finger davon lasst? Gerade wenn es jetzt zum Beispiel ein hochpreisiges Fahrzeug ist. Ja, ist halt eben schade, dass hier, sag ich mal, so viele Sachen gemacht werden mit dem Kilometerstand oder ob es ein Unfallwagen ist oder nicht. Da sind manche Verkäufer eben nicht so ehrlich und da muss man wirklich aufpassen oder genau hinschauen, was man hier eben kauft an einem gebrauchten Fahrzeug.